denke, mit diesem Einstiegsreferat sind schon einige Fragen aufgetaucht und wir würden jetzt das gerne nochmal in dieser Diskussionsrunde vertiefen. Ganz kurz, ich habe Sie dich schon vorgestellt, Rika Koch, du bist unsere neue Professorin im Tenure Track an der Berner Fachhochschule, aber hast eben auch ein bisschen so einen, neben einem juristischen Hintergrund, einen IT-Erfahrung aus dem Bundesamt für Meteorologie. Und links von mir, rechts von Ihnen steht Daniel Markwalder. Auch er ist, wie gesagt, kein unbekanntes Gesicht. Er leitet den Bereich digitale Transformation und IKT-Steuerung bei der Bundeslenkung. Okay, fast hätte ich es geschafft. Und Herr Loisel, kommen Sie doch auch gleich da vorne, da haben wir alle im Griff und im Blick. Sehr gut. Ja, jetzt vielleicht zuerst Frage an dich. Daniel, du hast jetzt gehört, eben das Bundesamt für Statistik baut mit 20 Leuten ein ganzes Data Science Team auf. Macht das Sinn? Jetzt, warum geht die Bundesverwaltung, was wäre der Unterschied, oder? Warum geht ihr nicht zu Accenture oder PwC oder sonst einem Tech-Unternehmen? Auch Schweizer Data AI Teams gibt's ja. Warum macht das Sinn aus deiner Sicht, dass da das BFH sein eigenes Team aufbaut? Besten Dank, ja. Also vielleicht die Grundsatzfrage, und das werde ich vielleicht ein paar Mal jetzt dann wiederholen. Make or buy, für uns ist es ganz klar make and buy. Das war ja auch die Botschaft beim Vortrag von Erika Dubach mit der Cloud-Strategie. Es ist ganz klar beides. Und das wird es auch hier sein. Es ist wichtig, dass wir gewisse Kernkompetenzen haben, in Schlüssel auch Technologien letztlich, aber auch in Anwendungen, dass wir das verstehen, dass wir das wirklich auch prägen und steuern können, sehr direkt, dass wir auch die Abhängigkeit dort im Griff haben. Es gibt Abhängigkeiten, aber es ist natürlich auch vielleicht in Anführungszeichen, ich denke weniger an die großen, renommierten Häuser, die das sicher sehr gerne auch verkaufen, sondern an eine intensive Zusammenarbeit mit einer ETH, mit auch Universitäten, Fachhochschulen, also mit der Wissenschaft, und das ist uns ganz wichtig, dass das eben ein Netzwerk ist. Also Bertrand kann das dann vielleicht noch vertiefen, dass es eben nicht nur eine Zelle ist, sondern es ist eben ein Netzwerk. Und das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Gedanke. Vielen Dank. Merci vielmals für dein Statement. Rika, du bist jetzt eben einige Jahre in der Bundesverwaltung gewesen, kann man schon fast sagen, und hast dort bei Meteo Schweiz ja auch mit verschiedenen externen Dienstleistern gearbeitet. Kannst du dir eben so aus der Vergangenheit oder aus der aktuellen Gegenwart ein Beispiel sagen, wo es Sinn gemacht hat, dass man das outsourced oder bei, oder wo es eben vielleicht nicht so passend war? Was habt ihr selber gemacht? Gibt es da so Spielregeln beim Meteo Schweiz? Ja, da muss ich jetzt überlegen. Also konkrete Beispiele. Das Prominenteste sicher haben Sie wahrscheinlich alle hier. Also das ist die Meteo Schweiz App. Ja, das ist eine der meistgenutzten Apps. Jetzt nicht unbedingt, weil sie so super ist, sondern weil einfach alle sich für das Wetter interessieren. Aber sie ist eben auch super. Und man kann sich schon fragen, hätte der Bund selber eine App? Das hätte ja wohl keinen Sinn gemacht. Also wir haben auch heute Morgen gehört, zum Beispiel das Covid-Zertifikat-App wurde sehr schnell, sehr gut eingekauft. Auch hier, so lange gibt es das App noch nicht, so seit 9 Jahren, aber es ist sehr beliebt. Wenn Sie suchen, finden Sie sogar Snake auf dem App. Ob es das braucht oder nicht, ist eine andere Frage, aber ein sehr beliebtes, prominentes App. Beschaffungsprojekte, die nicht so gut liefen, vor allem im ICT-Bereich, gibt es natürlich. Vor allem mit Corona haben wir gesehen, wenn Lieferketten unterbrochen werden, ist es immer unschön. Es stellt sich natürlich die Frage, wäre das besser gewesen, wenn wir es selbst gemacht hätten, who knows. Und da muss man vielleicht, ohne zu groß auszuholen, auch sagen, selber machen heißt nicht immer selber machen, sondern der Bund ist riesig, der Bund ist größer als jeder Konzern. Sie haben es angesprochen, zusammenarbeiten mit der ETH zum Beispiel oder auch mit anderen Forschungsinstituten, wo wir da im In-State-Bereich sind. Auch da lohnt es sich und da gäbe es einige sehr positive Beispiele. Ja. Sehr gerne, ja, vielen Dank. Es gibt einen Grund, dass ich Sie abgeworben habe. Meteo Schweiz ist eben super, auch weil es eben beides ist. Oder? Die
es wird nicht nur via App zur Verfügung gestellt, die Wetterdaten, sondern eben auch via API, via Schnittstellen, so dass andere eben auch können, so dass es auch dort ein Nebeneinander, ein Miteinander gibt. Und das ist wirklich etwas ganz Gutes, Wichtiges, das wir auch in der Bundesverwaltung jetzt enorm pushen, dass man eben auch ermöglicht, dass das weiter genutzt wird. Vielleicht jetzt an dieser Stelle von Ihnen ein Kommentar. Ja, also ich habe jetzt ein sehr gutes Beispiel und ich glaube eben diese Kombination, ja, diese Mischung zwischen Megabyte macht Sinn, aber in diesem Beispiel, ich gehe davon aus, dass die Algorithmen, die genutzt sind, um die Wetterprognose zu tun, sind in die Hoheit des Transistor-Pro. Das heißt, sie haben die Hoheit und die Kompetenz, das zu entwickeln, zu managen, aber nachher, sie beschaffen zum Beispiel, ich weiß nicht, Entwickler für die App und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist noch eben genau, was ich adressieren wollte. Was muss intern beibehalten werden, um das Kontrolle zu haben? Und was kann man effektiv outsourcen? Konkretes Beispiel, dann werde ich schnell fertig sein. Sehr wahrscheinlich haben Sie diese Woche gesehen, in Frankreich, in Korsika, es kam ein riesiger Sturm und scheinbar hat Ihr Pendant in Frankreich das, ich kenne die Details nicht, aber nicht rechtzeitig die Alarmglocke gezogen und es gab einige Leute, die leider nicht überlebt haben. Ich glaube, das ist ein paradigmatisches Beispiel für mich. Das heißt, man kann die Verantwortung nicht abschieben nachher. Das heißt, gewisse Sachen muss in die Hoheit der Bund bleiben und gewisse nicht mehr, aus meiner Sicht. Das ist ein bisschen, wie ich die Sache sehe. Und ich glaube, wenn man denkt, Make-or-Buy, vielleicht ist es ein interessanter Blinkwinkel, so zu denken, anstatt bloß, ich delegiere alles. Voilà. Okay, sehr gut. Hast du noch eine? Also danke für diesen Hinweis, weil schon klar, also die Daten erheben, also das ist die Kernstaatsaufgabe von Meteo Schweiz. Es muss möglich sein, bei einem Sturm zu warnen. Aber dann kommt die Frage, ja, wie warnen wir? Wir müssen wissen, wann kommt der Sturm, wo? Ist es ein kleines Lüftchen oder müssen wir Leute evakuieren? Und das müssen wir auch vermitteln. Und eben da kommt die App ins Spiel. Und deshalb braucht man unbedingt das Zusammenspiel oder auch einfach Daten erheben. Aber wo geht es dann in Richtung Forschung? Wo müssen wir neue Erkenntnisse längerfristig gewinnen? Und da sind wir dann in diesem Zwischenbereich zwischen der Bund, der darf nur beschenkt Forschung machen, also da sind wir nicht mehr im freien Make-or-Buy-Entscheid, also da haben wir Vorgaben und dann müssen wir schauen, wie schreiben wir das aus, wie arbeiten wir mit Forschungspartnern aus der Privatwirtschaft, gibt es auch Dienstleister oder aus der Forschung, aus dem Staatsbereich zusammen. Sehr gut, vielen Dank. Was mich noch, bevor ich dann das Mikrofon öffne, interessieren würde, haben Sie noch so ein paar so Stichworte, wann macht es wirklich Sinn, jetzt das Inhouse zu haben? Sie sagen eben, wenn man die Verantwortung hat, oder vielleicht noch ein bisschen konkreter, so. Und wann nach außen so? Ja, also selbstverständlich haben wir auch dazu eine Strategie. Nein, ein bisschen augenzwinkend. Aber es stimmt. Aber wichtig ist, dass es gibt Dinge, die sind wirklich, man spricht von Commodities oder Dinge, die machen andere vielfach auf dem Markt, sei es kommerziell, Open Source, wie auch immer. Das ist sicher ein Indiz, ich sage es einmal so, für bei. Oder wir haben eine andere Verantwortung. Wir wollen uns auch auf die Gebiete konzentrieren können, wo wir eben vielleicht, wo es keinen Markt gibt, wo es eine hoheitliche Aufgabe ist. Die am Morgen war AID ein Thema. Das geht dann auch um Sicherheit. Solche Elemente, es gibt Elemente, die wirklich hoheitlich sind. Da geht es um Sicherheit vielleicht, da geht es um Vertrauen. Da geht es vielleicht auch schlicht und einfach darum, dass das niemand anders braucht, niemand anders macht, dass es gar nicht einkaufbar ist in dem Sinne, also schon beschaffbar und das vielleicht schon, aber solche Indizien gibt es ganz klar. Ja, das ist spannend. Das kann man sagen, das ist auch teilweise ein bisschen politischer Entscheid. In AID wäre jetzt quasi sehr unabhängig gewesen und jetzt mit dem Referendum müsst oder dürft ihr das jetzt selber machen. Ja gut, an dieser Stelle würde ich sagen, haben Sie sicher schon eigene Kommentare. Ich habe auf LinkedIn gesehen, es gibt Kommentare oder eben Statements zu dem Thema.
Wer möchte als erstes das Wort ergreifen an dieser Stelle? Was soll der Staat künftig weiterhin beschaffen und wo soll er sich eigene Entwicklerteams oder AI-Teams aufbauen? Genau, nur keine falsche Bescheidenheit. Und jetzt haben wir nochmal richtig dass die Möglichkeit zu zeigen, in welche Richtung es gehen soll. Ja, sehr gerne. Ja, also die Lieferanten, die sollen jetzt da sagen, man soll einkaufen. Nein, aber Spaß beiseite. Es wurde etwas gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem Vortrag, mit den Abhängigkeiten. Oder? Es ist schon natürlich spieltheoretisch klar, die Lieferanten, egal ob welcher Art, die wollen, dass man abhängig ist von ihnen, die wollen einen guten Job machen, die wollen, dass man, das wäre dann vielleicht, jemand schüttelt den Kopf, wäre dann interessant. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, ein Lieferant möchte ja auch, dass man ihn auch ein zweites Mal wählt, etc., möchte einen guten Job machen und da ist man zumindest sehr nahe daran, dass man sich auch, dass man Abhängigkeiten schafft. Das ist, Als Kunde in dem Sinn ist es ganz wichtig, dass man das aktiv bekämpft. Und ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir stehen. Das ist auch okay, das ist gesund, das ist überall so. Aber ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein. Und es wurde erwähnt, Standards sind sehr wichtig, auch beispielsweise bei der Cloud, das war in unserer Cloud-Session, bei der Cloud-Benutzung, dass man wirklich auch auf Standards drückt, auf diese setzt und so auch versucht, dort eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren. Aber vielleicht habe ich jetzt zur Diskussion angeregt. Genau, also wir können sehr gut eben kontroverse Diskussionen führen. Bitte melden Sie sich. Ja, gerne. Das Mikrofon kommt gerade, eine Sekunde, dann hören wir dich noch ein bisschen besser. Nochmal ganz kurz der Name, also wir kennen dich, aber trotzdem. Thies Kretz von Bespinien. Es gibt ja bei der Frage Make or Buy so ein bisschen den Bias vom Not Invented Here-Syndrom, dass wenn man ein selbstbewusstes Team von Engineers hat, dann kommt dieses Team tendenziell zum Schluss, man müsse ein Problem halt so angehen, dass man es selber baut, weil man ist ja einfach, es ist einfach am besten, wenn man es selber macht. Wie würde man diesem Syndrom entgegenhalten? Oder welche Mechanismen würdet ihr einbauen gegen so etwas? Sehr gute Frage, vielen Dank. Loison, möchten Sie da? Ja, also vielleicht muss ich präzisieren, einerseits ist es eine ausgezeichnete Frage. Und by the way, wir bauen kein System, wir machen nur die Algorithmen und die Modelle. Und die Idee ist, klein zu bleiben. Sie haben es gesagt, es ist ein kleines Team, wir sind 30, ungefähr die Hälfte war da vorher. Aber die Idee ist, klein zu bleiben, weil wir wollen eben nicht in diesem Geschäft gehen. Okay? Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist wirklich, wenn zum Beispiel ein Amt etwas beschaffen möchte, völlig in Ordnung, und aber bevor man das in Einsatz nimmt, nachdem man noch eine dritte Meinung haben. Also diese Algorithmen, die eingebaut wurden, Machine Learning, man muss nicht, trotzdem nicht vergessen, was diese Algorithmen tun. Sie lernen bei themselves. Sind die richtig konfiguriert, ja oder nein? Sind das die richtigen Daten? Da geben wir ein Statement. Und das ist die Idee. Meine Augen, das war und das wird, das war und das wird nie die Idee sein, größer zu werden. Weil das ist nicht unser Kerngeschäft. Darf ich ein bisschen vergleichen? Ich mache noch schnell eine Minute. Vergleichen Sie das ein bisschen vielleicht mit der öffentlichen Statistik. Wir veröffentlichen je 2 Tage Zahlen und 3 Tage Zahlen. Die Bevölkerung traut die öffentliche Statistik. Aber gleichzeitig, wir sind auch gezwungen, die Methoden öffentlich bekannt zu machen, die Daten, die wir, auf welche wir sich stützen, natürlich keine Einzeldaten. Das ist ein bisschen die gleiche Logik, dass die Bevölkerung, der Bürger, der Steuerzahler sollte sich wirklich vertrauen können,
die Verwaltung, wenn diese Verwaltung arbeitet mit Machine Learning Algorithmen. Das ist die gleiche Idee. Nicht eine Pseudo-Firma innerhalb der Bundeswehr. Macht überhaupt keinen Sinn, so etwas zu bauen. Absolut keinen Sinn. Okay, so das Not-Invented-Here-Syndrom, würden Sie sagen, ist nicht so aktuell in dem Sinn. Was? Das Problem, dass jetzt Ihre Data Scientists alles selber machen wollen, ist nicht so. Erstens, Sie können nicht alles. Und wir haben, ja. Das ist nicht die Idee, wir müssen auch, der Auftrag ist gleich. Es ist nicht meine Rolle, hier alles zu erklären, was der Auftrag ist. Ja. Aber wir haben nicht den Auftrag, größer zu werden und beginnen zu konkurrenzieren. Ich kann auch sagen, wir gehen bis zu MVP. Wir bringen nie etwas in der Produktion. Das sollte klar die Leute helfen zu verstehen. Das heißt, wir liefern nicht etwas in der Produktion. Wir liefern MVP. Wir beweisen, dass diese Idee gut ist, dass diese Daten vernünftig sind und beide können zusammenarbeiten. Man kann die Ergebnisse trauen. Das ist ein riesiger Unterschied. Vielen Dank. Darf ich kurz fragen, weißt du Bescheid, jetzt diese Meteo-App, oder wie viel macht ihr selber in-house an dieser App? Also habt ihr selber bei Meteo Schweiz Mobile-App-Developers? Oder ist das, wo ist quasi die Schnittmenge? Oder wo macht ihr den Schnitt sozusagen? Was machen die extern? Intern macht ihr sicher die Datenerhebung. Ab wann wird die externe Firma einbezogen? Ja, die Antwort ist unspektakulär. Also das macht eigentlich alles die externe Firma. Wir haben eine Person, die als Schnittstelle und Übersetzer fungiert, aber sonst ist alles extern, ja. Also von dem eigentlich weitgehend Buy-Entscheid, kann man sagen. Auch für, obwohl es eine sehr strategische App ist. Ja, ja gut, weitere Fragen oder Kommentare, ja, von ganz da vorne. Nochmal Hand hoch. Genau, sehr gut. Merci. Ja, Peter Baus geredet hat. Ich glaube, das ist genau das, meine, das hat immer seit dem ganzen Tag gehört, über was Open Source für eine Macht hat. Und ich kann das nur unterstützen, natürlich von Red Hat. Aber es geht mir nicht darum, irgendwie was zu verkaufen, Daniel, sondern es geht mir um zu sehen, was außerhalb der Schweiz abläuft und auch in anderem Government. Ich bin ja verantwortlich für Government und habe da viel Kontakt auch in Europa und so. Es geht alles in diese Richtung und nicht in Richtung, weil jetzt einfach Open Source cool ist, sondern die Innovationskraft. Das ist das Thema, die Innovationskraft. Und es macht einfach keinen Sinn, dass man gewisse Sachen selber macht, die man wirklich weggeben kann. Das machen wir für Sie. Aber das Kernstück, ich sage das gleich, das immer mit dem Bau einem Auto, oder? Pneus und all das Zeug, das kannst du auf dem Markt einkaufen. Aber da die speziellen Sachen, die im Auto eingebaut sind, die müssen da beim Hersteller bleiben, um noch in der Forschung, wie ein Motor oder ein Getriebe. Also völlig, völlig richtig. Und ich sage, wie gesagt, das ist, was wir auch im Markt sehen. Und ich glaube, auch hier können wir nebst anderen Branchen, eben sei es Statistik, sei es Bankenwesen, sei es Manufacturing, es geht alles in die Richtung. Und ich glaube, das ist einfach ein Paradigmawechsel. Okay. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste zu sagen. Es ist ein Umdenken, wie wir in Zukunft IT betreiben und wie wir IT entwickeln. Also wenn ich dich richtig verstehe, gibt es eben noch etwas Drittes. Also neben Make or Buy gibt es auch vielleicht wie Hybrid. Ja, oder Take. Also man kann das nehmen, was es schon gibt, genau, als Open-Source-Komponenten, ja, und ohne dass man jetzt das neu erfinden muss, integrieren kann. Funktioniert das? Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ist, wenn man es binär betrachtet, aus unserer Sicht ein Buy. Es ist nicht quasi, dass man es in-house produziert, sondern bezieht. Ja, es ist gratis, es braucht auch Pflege, es braucht je nachdem Support, es braucht Fachwissen etc. Das ist so. Vielleicht noch ein Wort zu vorhin, oder? Ich glaube wirklich, die Bundesverwaltung hat das große Vorrecht, dass wir eigentlich sehr viel mehr tun dürften, könnten, müssten, als wir wirklich selber tun können. Also von dem her gibt es automatisch einen Druck, dass man nicht alles selber machen kann. Und die Frage ist dann eben, wo zieht man die schlaue Grenze? Wo setzt man das Personal schlau ein? Ich glaube, das ist die Herausforderung. Vielen Dank.
Ja, Sie haben ein sehr interessantes Stichwort hineingeworfen, Innovation. Also da war früher immer so meine Auffassung, wenn es innovativ sein muss, innovative Leistungen, innovative Güter, dann muss man selber machen. Aber das stimmt nicht unbedingt. Und vor allem in diesem Sektor, wo wir uns hier befinden, also ICT-Sektor, ist halt die Branche den Vorteil, viel dynamischer zu sein, kluge Köpfe zu haben, Know-how zu haben, viele Start-ups zu haben. Und jetzt mit dem Vergabewandel, wenn ich so sagen darf, mit dem neuen Beschaffungsrecht hat zumindest auf Bundesebene hat der Bund auch den Auftrag, durch Beschaffungen also Impulse für Innovation zu setzen. Wie das genau geht, werden wir sehen. Es gibt einige Ideen, in der Praxis gibt es noch nicht so vieles und da kommt genau dieses Zusammenspiel, das Sie angesprochen haben und auch Sie zwischen Bund und Privatwirtschaft ins Spiel und da bin ich überzeugt, werden wir noch viele interessante Änderungen sehen. Ja, super. Ich denke, das ist gerade so ein schönes Schlussvotum. Innovation und zusammen mit der IT-Branche eine mutige, kompetente Verwaltung, mutige Akteure, mutige Ämter, die Sachen wagen, in der künstlichen Intelligenz sogar in diese Richtung zu gehen. Also die ganze Thematik, glaube ich, bleibt dynamisch. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Diskutierenden hier vorne und dann ein kleiner Applaus, würde ich sagen. Ja, und somit haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Also leider kann man sagen, weil ich fand das wirklich eine spannende Schlussdiskussion, einen spannenden Tag. Kurz an dieser Stelle noch zum Abschluss zu sagen, wir werden alle Folien und Referatsaufzeichnungen, die wir gemacht haben, natürlich öffnen, Open Data zur Verfügung stellen. Sie können sich die Referate, die aufgezeichnet wurden, nochmal anschauen in Ruhe. Alle Folien werden wir publizieren und somit Transparenz in diese Beschaffungsthematik reinbringen. Dann zweiter Punkt, wie gesagt, ich erwähne es nochmal, die Events-App, geben Sie uns Feedback zu allen Referaten, allen Beiträgen heute, das hilft uns bei der Programmgestaltung. Sollen wir einen Speaker nochmal nehmen oder eben lieber nicht? Das hilft uns Ihre Rückmeldungen. Ja, und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Bleibt es mir eigentlich nur noch übrig zu danken. Ganz herzlich an die Leute vom Programmkomitee. Hebt doch schnell die Hände. Also Daniel ist dabei, dann Andrea Segesser habe ich gesehen vorhin mal. Thomas Fischer ist dabei, genau, Olivier Brian, also ganz vielen Dank, Applaus an alle, die da in der Moderation tätig waren. Vielen Dank natürlich auch allen Speakers, die da mitgewirkt haben, inhaltliche, tolle Beiträge geleistet haben den ganzen Tag. Und jetzt an dieser Stelle noch ein Dank an Lara Biel. Ist Lara auch da? Das ist natürlich wahrscheinlich im Apero organisieren. Der Fotograf holt Lara, sie muss noch leider mal, sie macht es nicht so gerne, aber sie muss noch schnell daher, weil sie braucht nämlich noch auch einen Applaus. Lara braucht einen Applaus, genau, komm nach vorne, genau. Komm. Bravo, das ist dein Applaus, Lara. Sie hat die letzten Monate sehr stark hinter der Kulisse gewirkt, mit E-Mails und tausende von Adressen gebündelt und überhaupt. Was ich beobachtet habe, du hast immer ohne Maus gearbeitet und dann habe ich dir versprochen, ich kaufe dir mal eine Maus und dann... Schon lange, gell? Ja, genau, und das habe ich jetzt endlich eingelöst. Hier ist eine Silent Computer Maus. Und jetzt wird sie... Jetzt wird sie noch viel effizienter arbeiten und noch effizienter. Das wird ganz schlimm. Also es werden ganz viele E-Mails werden sie kriegen. Ja. Super. Genau. Also dann hätten wir es geschafft. Ganz vielen Dank auch ans ganze Team, das im Hintergrund gearbeitet hat, an die Caterer. Ja, und nach der Beschaffungskonferenz ist schon vor der Beschaffungskonferenz. Schreiben Sie sich den 22. August 2023 fett in den Kalender. Dann gehen wir wieder hier die Uni bevölkern und wir werden auch den Call for Speaker dann schon bald wieder starten. Also von dem her, wenn Sie da auch aktiv beitragen möchten, sind Sie herzlich willkommen. Und jetzt, wie gesagt, natürlich, es ist Zeit für ein Apéro. Prost, wir sehen uns draußen zum Anstoßen und freuen uns auf einen gemütlichen Abend.
Kommen Sie gut nach Hause und bis nächstes Jahr.